Bild der Hängepartie kenne ich zu gut, gerade an vielen beruflichen Stationen. Du brauchst im Leben ein paar Narben, damit du anderen erzählen kannst, wie man die Narben vermeiden kann. Es gab keine Existenzängste, es gab Existenzpaniken. Unsere ganz große Vision heißt schlicht und einfach, wir machen andere groß. Wenige Kilometer von der spektakulären Hängebrücke Geierlei entfernt. Mitten im Hunsrück. Hier liegt das kleine Mastershausen. 900 Einwohner, ein Restaurant, wenig Aufregung. Aber hinter der Fassade eines ehemaligen Möbelherstellers gibt es noch die andere Seite. Eine Welt aus Glanz und Glamour, die Menschen aus ganz Europa hierher in den Hunsrück kommen lässt. Eine Welt, die seinen Namen trägt. Hermann Scherer. Auf den ersten Blick ein typischer mittelständischer Betrieb. Aber produziert werden hier keine Waren, sondern Worte. Frei nach dem Motto, Reden ist Gold. Und die richtigen Worte dafür findet, für das, was man eben macht. Und hier kommt der Meister der Worte, Hermann Scherer. Er ist Redner, Speaker, wie das Neudeutsch heißt. Und er gilt als einer der erfolgreichsten seiner Branche. Wir sind in Wiesbaden im Sommer 2020. Goldkurs heißt die Veranstaltung. Und Gold wert sollen seine Tipps sein. Für die Leute, die genauso erfolgreich werden wollen wie der Mann auf der Bühne. Dafür zahlen sie. Es fängt bei der E-Mail an. Hotmail, T-Online, GMX ist verboten. Du darfst nur haben, add deine eigene Domain. Jedes Honorar ist immer netto plus Reisekosten plus Mehrwertsteuer. So. Reisekosten heißt bei mir Business Class. Experten fliegen vor dem Vorhang und nicht dahinter. Ich finde es so wahnsinnig schlimm, mit welcher unheimlichen Mittelmäßigkeit versucht wird, Geschäfte zu machen. Ich kriege manchmal Anfragen, da graust's der Sau. Die einen sagen immer sowas wie... Früher war Hermann Scherer als Motivator unterwegs, für Mitarbeiter großer Unternehmen. Macht keinen Sinn mehr. Heute als Lehrmeister, für Menschen, die es ihm nachtun wollen. Meine These lautet Quantität und Qualität. Wenn du mich anfragst, dann kommt ein Profil, taram-tam-tam, von 228 Seiten. Das liest keine Sau. Gott sei Dank. Aber es macht einen guten Eindruck. Normalerweise sind die Säle voll, wenn er auftritt. In Zeiten der Pandemie dürfen es nur wenige Teilnehmer sein. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen, sind Ärzte, Lehrer oder Unternehmer. Die meisten verbindet ein Gedanke. Sie wollen heraustreten aus der Masse. Und Hermann Scherer soll dabei helfen. Ich glaube, dass es unheimlich viel qualifizierte Menschen gibt, die großartige Ausbildungen haben, die Sensationelles erreicht haben, aber manchmal das gar nicht am Markt platzieren können, nicht zum Ausdruck bringen können. Und den Menschen helfen wir, ja, wenn du so willst, zu einer Marke zu werden. Was steckt alles in dir drin? Was wirst du ihm erzählen? Also mein Thema ist ja, Kindern den Rücken gerade zu machen. Okay. Also Kinder in den Alltag zu bringen. Die sind da? Jawohl. Also. Hallo. Jörg Rositzke, Hamburg 1, Björn Habermann. Hallo. Lasst uns reinstarten. Ja, vier Tage lang dauert eine solche Veranstaltung. Ärzte wie Jörg Habermann wollen in einem Crashkurs lernen, wie sie überzeugen, zum Beispiel vor der Fernsehkamera bei einem Interview. Das ist ein fester Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Emotion. Und das muss ich nutzen und das muss ich auch den Kindern beibringen. Ah, und Rücken haben wir wirklich fast alle. Also ist ja ein breites Thema. Mach eine E-Mail. Weißt du, wenn du nur anrufst, dann passiert Folgendes. Hermann Scherer weiß, wie man Menschen überzeugt.
Er hat über 3000 Vorträge gehalten, mehr als 50 Bücher geschrieben, Millionen damit verdient. Sein Wort hat hier Gewicht. Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten. Ja, groß, war doch wunderbar. Großartig. Hat einen guten Platz auf deiner Webseite verdient, denke ich. Schön. Das mache ich dann. Wir leben auf alle Fälle in einer Welt, in der die Verpackung immer wichtiger wird. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft. Prominenz schlägt Kompetenz. Und desto bekannter du bist, desto mehr Kunden hast du, desto mehr Community hast du und desto mehr Menschen hast du, die dir folgen. Und das ist die Währung unserer Zeit, die Aufmerksamkeit. Und dafür stehen sie Schlange und zahlen. Für die 4 Tage einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag. Zurück in Mastershausen. Hermann Scherer hat ein neues Ziel. Seine eigene Eventhalle bauen, die Big Hall, um unabhängig zu sein. 250.000 investiert er. Die Zeit drängt, denn in 4 Monaten plant er hier im Hunsrück einen Weltrekord. Der Weltrekord ist ein Speaker Slam, vergleichbar wie ein Poetry Slam. Sind es tatsächlich Redner oder Unternehmer, die ihre Botschaft nach außen bringen und das in sehr kurzer Zeit, also in wenigen Minuten auf den Punkt kommen. Und der Weltrekord liegt daran, dass, ich denke, wir sind bei 73 Rednern, die da auf der Bühne hintereinander performen dürfen und müssen. Im Moment steht gerade mal das Gerüst, das Notwendigste an Technik. Noch bleibt jede Menge Arbeit, um den Weltrekord möglich zu machen. Und das in Corona-Zeiten. Irgendwie müssen sie Platz schaffen für die vielen Teilnehmer. Hermann Scherer und seine Frau Kerstin. Sie ist Mitgeschäftsführerin der Scherer Studios. Wir wollen ja diesen Weltrekord starten. Und wenn man überlegt, dass wir über 70 Personen hinbekommen sollen, sind 40 in der großen Halle, 15 auf der anderen Seite. Und dann wären hier noch mal gut und gerne 20 Menschen unterzubringen. Und hier hätten wir eine Möglichkeit für eine Halle, weil die Decke recht niedrig ist. Und hier hätten wir doch eine gewisse Höhe. Und die Wand können wir rausnehmen und die daneben auch. Das weiß ich nicht. Ja, könnte man. Unsere größte Herausforderung ist wirklich, die Halle fertig zu bringen. Dann natürlich die technischen Kameras und Co. bekommen wir momentan große Lieferschwierigkeiten, die zu kriegen. Und dann auch die Teilnehmer zu bekommen. Er ist sesshaft geworden, im Hunsrück. Lebt hier fast wie im Paradies. Mit Teehaus am Teich, direkt gegenüber seinem Unternehmen. Tatsächlich aber war der Weg bis dorthin ein jahrzehntelanger Kampf ums Überleben. Die Eltern haben ein Lebensmittelgeschäft. Er ist noch ein Kind, als die große Schwester unheilbar krank wird. Das verändert alles. Ab 11, 12 war dann tatsächlich schon die Kindheit vorbei. Ich war dann mehr oder weniger fast alleine zu Hause, weil meine Eltern eben in Krankenhäusern oder sonstigen Heilplätzen unterwegs waren, um zu retten, was dann dennoch nicht zu retten war. Seine Schwester stirbt. Hermann verliert früh den Halt. Ich habe keinen Schulabschluss, weil ich es damals nicht verstanden habe, weiter in die Schule zu gehen und fand das sehr, sehr anstrengend. Die Schule ist ja schon ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um Menschen aufzuzeigen, dass sie unfähig sind. Ich hatte dann erst mal gar keine Träume, weil ich tatsächlich glaubte, dass ich zu wenig lebenstauglich bin. Als auch sein Vater am Ende ist, bietet er Hermann an, das Geschäft zu übernehmen. Auf dem Erbe aber lasten mehr als 4 Millionen Mark Schulden. Und ich weiß bis heute nicht, war das Dummheit, war das Selbstüberschätzung, war das Liebe, war das dieser Wunsch nach Anerkennung des Vaters, aber ich habe dieses Erbe dann natürlich angenommen. Vater, ich mach das für dich, ich hol den Karren aus dem Dreck. Man fühlt sich ja unsterblich mit 30. Das Erbe wird zur Hängepartie seines Lebens. Ohne Aussicht auf Erfolg. Ich habe 2 Jahre gekämpft wie ein Löwe. Und nach 2 Jahren hat dann die Sparkasse angerufen und gesagt, Scherer, wenn Sie so weiterarbeiten, brauchen Sie jetzt nur noch 137 Jahre, bis Sie schuldenfrei sind. Es gab keine Existenzängste, es gab Existenzpaniken. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie kannst du Geld verdienen, ohne jetzt groß zu investieren, weil Geld hatte ich keins mehr. Und so bin ich dann tatsächlich in diese Trainer- und Redner-Ecke gegangen. Der Wendepunkt. Er wird Speaker, ein Motivationsredner.
Und darauf habe ich dann mein Business aufgebaut, mit natürlich all diesen Schmerzen, die man dann logischerweise auch hat. Hermann Scherer hat schon mal 3 Auftritte in 3 Ländern an einem Tag. Aber er zahlt auch viel Lehrgeld. Ich weiß noch, mein erster richtiger Vortrag, Düsseldorf, 700 Leute. Ich bin dann noch rauf auf die Bühne und dachte mir, jetzt aber. Und ich glaube, es hat keine 10 Minuten gedauert und ich lüge nicht. Und Trauben am Ausgang. Geschätzt 400 plus Menschen, die diesen Saal verlassen wollten. Weißt du, wenn du dann auf der Bühne stehst und siehst, dass die Menschen direkt vor dir flüchten, das war ein Drama. Also das war mein erstes Erlebnis. Du brauchst dann mental gefühlte Jahrhunderte, um das wieder in deinem Kopf zurechtzurücken. Das ist ja meine These, du brauchst im Leben ein paar Narben, damit du anderen erzählen kannst, wie man die Narben vermeiden kann. Boom, 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 boom. Weil er keinen Plan B hat, macht er einfach weiter. Es läuft besser. Die Schulden werden weniger, er wird immer gefragter. Es gibt ja diese Kernaussage, die ich so sehr liebe. Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut aber mit mehr Geld. Und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt noch mal Wissen zu vermitteln und noch mehr Wissen anzuhäufen. Gibt es heute schon fast alles bei Wikipedia. Aber das hat schon was mit Mut zu tun, mit Selbstvergessenheit auf der Bühne. Das haben die Menschen geliebt. Und das war dieser Gänsehautfaktor. Dass Menschen vielleicht nicht rausgegangen sind aus den Vorträgen und gesagt haben, okay, ich kenne jetzt Trick 17, sondern dass die rausgegangen sind, die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, ah komm, wir packen es an und go for it. Immer größere Unternehmen buchen ihn und er träumt nun vom ganz großen Erfolg. Ich hatte damals einen PR-Berater, werde ich nie vergessen, der hat gesagt, Mensch, das geht ganz einfach. Du musst nur den Präsidenten der Vereinigten Staaten holen, gehst mit ihm zum Abendessen und die Geschichte ist klar. So. Und ich habe ihn nie selber angerufen, aber ich hatte damals eine Praktikantin, die hat tatsächlich im Weißen Haus angerufen, wie das denn wohl wäre, ob Bill Clinton Lust hätte, zu uns zu kommen, einen Vortrag zu halten und mit Hermann Scherer zum Abendessen zu kommen. Bill Clinton kommt wirklich. Nicht unbedingt für Hermann Scherer, aber für sehr viel Geld. Und er hat damals, ich glaube, 450.000 verlangt für 45 Minuten. Das sind also 10.000 pro Minute. Sitzt der Veranstalter auch so drin und sagst, jetzt wird's heftig. Es geht um seine Existenz. Wir haben den Vertrag mit Bill Clinton unterschrieben. Und der erste Passus im Vertrag war auch, wenn Bill Clinton nicht kommt, dann kommt er nicht. Und uns war klar, wenn der nicht kommt und wenn hier irgendwas schief geht, dann sind wir nicht mehr pleite, sondern ultra pleite. Und das rechne ich ihm heute noch hoch an. Ich glaube, er war an dem Tag sehr, sehr krank und er hätte viele Gründe gehabt, nicht zu kommen. Aber er ist gekommen. Ich war dann plötzlich bekannt. Ich war der Verrückte, der eben Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. Geholt für einen Zukunftskongress, den Hermann Scherer nur zu diesem Zweck erfindet. Sein Durchbruch. Als Top-Speaker. Der Lebensmittelmarkt wird verkauft. Aus den Schulden wird ein Vermögen. Und heute lebt der gebürtige Bayer auf einem großen Anwesen im Hunsrück. Hier kommt er immer wieder auf neue Ideen. Der jüngste Coup, die eigene Eventhalle, nimmt Formen an. In 2 Monaten will er hier so viele Redner auf eine Bühne bringen wie nie jemand zuvor. Mensch, Jose, dann sag ich mal Feuer ab, oder? Noch aber brennt es an einigen Stellen. Dieser Weltrekord soll stattfinden. Ich bin selber nicht sicher, ob ich zuversichtlich sein soll, weil einerseits, wir haben schon viel geschafft hier, Technik ist schon vieles vorhanden. Auf der anderen Seite, uns fehlt noch ein Konzept über den Brandschutz. Wir müssen das Ding noch bestuhlen, wir haben Klimaschwierigkeiten. Wir werden Tag und Nacht arbeiten, damit das dann so stattfinden wird, wie es stattfinden soll. Einen großen Vorteil hat die neue Halle schon jetzt. Seine Kurse können daheim stattfinden, im kleinen Mastershausen. Mit Teilnehmern, die aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland anreisen. 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Heute selbst ein eigenes Fernsehstudio gibt es, das live ausstrahlt. In das Programm eines Hamburger TV-Senders. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Hermann. Freue mich sehr, hier zu sein. Man hat Chancen auszuprobieren. Feedback zu bekommen, direkt umsetzen, sich anzupassen, nochmal auf den nächsten Level zu bringen. Die verschiedenen Bühnen finde ich großartig. Ist eine einzigartige Mutprobe. Ich glaube, nach den 4 Tagen ist jeder ein anderer Mensch geworden. Ja,
Bei mir ist zumindest so. Wirkung, Ausstrahlung, Präsenz. Daran soll gearbeitet werden, auch für die sozialen Internetnetzwerke. Von daher steht dahinter, wie du strahlst. Genau, sehr schön. So, und nebenan ein Fotoshooting. Alles, was die etwa 30 Teilnehmer hier produzieren, dürfen sie später auch veröffentlichen. Zum Beispiel auf ihrer Homepage. Das ist Wahnsinn, wie viel Ausdruck hier auch in deinen Augen ist. Ne? Im nächsten Zimmer wird gerade ein Podcast aufgezeichnet. Mit einem Bestatter. Es war wie so eine Art Auftrag, Bestattungsunternehmer zu sein, sich um das Thema zu widmen. Und alles, was daraus entstanden ist, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. In jedem Raum eine andere Aufgabe. Auch Atem- und Entspannungsübungen gehören dazu. Die Richtung wieder wechseln, nimmst die Knie zur anderen Seite. Jetzt kommt die Luft auch unten im Bauch an. Spürst du? Ja. Zieh den Bauch. Für dieses viertägige Trainingslager zahlen die Teilnehmer um die 11.000 Euro. In der Hoffnung, viel zu lernen, ihr Selbstbewusstsein und den eigenen Marktwert zu steigern. Wir haben gelernt, über wie kann ich meine Website gestalten, bis hin zu Logo-Gestaltung, Stimmtraining, Ghostwriting. Wir haben so viel mitbekommen, dass man echt sofort anwenden kann. Das heißt, ich gehe hier raus und weiß eigentlich direkt, womit ich anfangen soll und wie es dann weitergeht. Ich glaube, dass die Menschen, die hier sind, einen enorm hohen Adrenalinspiegel haben. Viele Menschen sind es nicht gewöhnt, vor Gruppen zu sprechen, vor der Kamera zu sprechen. Und unser Ziel ist tatsächlich, all die Situationen zu schaffen, vor denen sich Menschen in der Regel ein wenig fürchten. Und uns wirklich im Minutentakt, also alle 15 Minuten neuer Raum, neue Veranstaltung, neue Herausforderung. Das sorgt für extremes Adrenalin. Und ich glaube auch für die totale Erschöpfung am letzten Tag von 4 Tagen. Zum Finale roter Teppich und sich fühlen wie ein Star. Die große Gala ist Abschluss, Höhepunkt und letzte Übungseinheit zugleich. Also, die Leute kommen jetzt rein und laufen dann am roten Teppich vorbei. Am roten Teppich bekommen die ein Interview. Auch Buchschreiben ist so mein Ziel. Also, das sind die nächsten Schritte. Letzte Vorbereitungen für das erste große Event in der neuen Halle, der Big Hall. Wenige Wochen vor dem Weltrekordversuch. Noch einmal Anweisungen an die Crew. Start geht los, Leute kommen rein. Es wird aufregend. Jetzt schon mal danke für 4 wilde Tage. Der Galaabend. Er ist wie ein Schaulaufen nach 4 Tagen Pflichtprogramm. Die Scherer-Studios sind eine Parallelwelt, mitten im Hunsrück, im ländlichen Mastershausen. Und fast immer an Hermann Scherers Seite mit dabei seine Frau Kerstin. Sie stammt aus der Nähe und sie ist der Grund, weshalb es Hermann Scherer hierher zog. Ich habe das Überlebensgen nie abgelegt, logischerweise. Aber ich bin natürlich ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Ich habe eine außergewöhnliche Frau kennen dürfen. Ich habe 2 wunderbare Kinder. Das ist schon großes Kino. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel Liebe erfahren darf. Aber es gibt so Momente, da fange ich immer sofort zu weinen an. Wenn du im Bett liegst, und wir haben manchmal ja so eine Familienbettsituation, und du hörst deine beiden Kinder atmen. Die schlafen und die atmen. Weißt du, dann ist die Welt in Ordnung. Sie leben nicht nur zusammen in Mastershausen. Längst arbeiten sie auch gemeinsam. Als Geschäftsführer der Scherer GmbH. Und Kerstin Scherer geht auch auf die Bühne. Sie ist Teil des Programms, zeichnet zum Beispiel Online-Seminare auf mit ihren Themen. Gib dich ganz, 3 ganz einfache Worte mit einer unglaublichen Macht. Und das ist doch das, wonach der ein oder andere immer zu streben vermag und die Frage sich zuerst stellt, was sind das für Worte? Eine eigene Regie, ein 50 Kameras, modernste Technik. Sie haben investiert, um auch in der digitalen Welt bestehen zu können, um gemeinsam neue Märkte zu erobern.
Wir waren lange per Sie, aber irgendwann war es dann das, was es heute ist, nämlich ein gemeinsames Unternehmen mit all den wilden Ideen. Und ich glaube, wir treffen uns in einem Punkt, dass wir immer beide gerne groß denken und auch verrückt denken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass ich finde ganz persönlich, man kann das ja immer runter reduzieren wie eine Soße, die lange gekocht wird und die wird auch in der Qualität höher als niedriger. Groß denken und dann einfahren und sagen, was geht. Ja. In Zukunft wollen Sie, auch eine Folge von Corona, weniger durch die ganze Welt reisen, dafür mehr im Internet präsent sein. Von daheim aus. Dafür müssen aber noch mehr Mitarbeiter eingestellt werden. 30 sind es jetzt schon. Wir hatten letzte Woche fleißig Vorstellungsgespräche, sodass definitiv zwei weitere fix unterschrieben haben. Und wir hoffen noch auf einen Mitarbeiter, der dazukommt. Mehr. Okay. Danke euch von Herzen. Jede PR-Schlagzeile hilft, neue Kunden zu gewinnen. Deswegen soll der Weltrekord unbedingt stattfinden. Aber wenige Tage vor dem Event ist das alles andere als sicher. Wegen Corona. Wir haben viele, viele Notsitzungen einberufen, weil natürlich die Welt eine dramatische ist. Unser Weltrekord in großer Gefahr ist. Wir haben jetzt natürlich alles getan, dass das klappen kann. Und wenn das, ist ja immer noch in den Sternen, wenn das alles mit Einreisebestimmungen und Co. und Übernachtungs- und Beherbergungsbestimmungen funktioniert, dann mag es in den Sternen stehen, dass wir diesen Weltrekord tatsächlich schaffen. Also es ist ein großes Roulette-Spiel, aber ich muss es gewinnen. Wegen der Pandemie ist er in diesem Jahr viel seltener rausgekommen aus Mastershausen als eigentlich geplant. Auch sein wohl spektakulärstes Event fällt aus. Der Trip nach New York. Unter anderem mit einem Auftritt für jeden Teilnehmer im legendären Lee Strasberg Theater. So hatte es noch im Jahr zuvor ausgesehen. Allein diese Absage kostet ihn eine sechsstellige Eurosumme. Insgesamt ist Corona-bedingt die Hälfte seines erwarteten Umsatzes 2020 weggefallen. 5 Millionen Euro. Jetzt muss es eben hier in Mastershausen klappen. Eine Pleite beim Weltrekordversuch wäre ein Desaster. Es ist der entscheidende Tag. Mindestens 75 Redner müssen heute auf der Bühne stehen. Die Anspannung ist spürbar. Heute ist es Angst. Und natürlich will ich diesen Rekord unbedingt erreichen. Wir haben 92 Menschen angemeldet oder eingetragen für diesen Weltrekord. Also einen großen Puffer, der allein heute Nacht noch mal geschmolzen ist. Wir liegen momentan bei 77 Anmeldungen. Also jetzt noch zwei plus. Der Tag ist noch lang und wenn ich auch den Raum so anschaue, muss ich feststellen, da fehlen noch mindestens 20, aber wir hoffen. Kurz nach 8, letztes Briefing der Mitarbeiter. Gut, dass ihr alle da seid, auch an einem Samstag. Ich würde noch eine kurze Einweisung geben, wie wir alles machen, wie es jetzt heute anfängt. Normalerweise ist es so, wir haben 4 Tage Zeit, die Leute zu überzeugen und heute ist es einfach ein Tag. Und ich glaube, wenn wir aber jedem das Gefühl geben, dass er toll, dass er da ist, jedem Aufmerksamkeit geben, dann wird das ein ganz, ganz toller Tag auch für die Leute. Und dann trudeln die ersten Redner ein. Die letzten Redner-Weltrekorde wurden in Wien, Hamburg und Stuttgart aufgestellt. Und jetzt Mastershausen. Dafür sind Vortragsredner aus einem halben Dutzend Ländern in den Hunsrück gereist. Für einen 4 Minuten langen Auftritt und der Hoffnung auf den Titel Weltrekordler. Und es kommen immer mehr, auch wenn es noch kurzfristige Absagen gibt. Ich habe heute Morgen um 8.01 Uhr eine E-Mail bekommen. Ich lese die mal vor und es zeigt aber auch, wie viel Adrenalin da drin steckt. Also die E-Mail geht los, verzeiht mir die Sprache. Ihr Lieben, ich bin ein Schisser. Ich weiß nicht, was mehr Überwindung kostet, die Mail hier abzusenden oder nicht. Ich habe seit 2 Tagen nicht geschlafen. Ich schäme mich. Aber ich schaffe es nicht. Liebe Grüße aus Köln. Und das zeigt natürlich wirklich, was dieser Slam und dieses Adrenalin, dann natürlich auf der Bühne zu stehen und was das an Adrenalin und auch an Magenschmerzen verursacht. 5, 4, 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum ersten internationalen Speaker Slam in Mastershausen. Menschen, die angetreten sind, um in maximal vier Minuten ihr Bestes zu geben. Meine Generalprobe bei meiner Frau war eine Katastrophe gestern Abend tatsächlich. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe richtig Angst gehabt. Von jetzt an wird es ernst. 9 Stunden sind eingeplant. Dann soll der Rekord geknackt sein. Relativ selten, dass ein Österreicher das in Deutschland zu hören kriegt. Einer nach dem anderen tritt jetzt auf. Aber immer noch fehlen zu diesem Zeitpunkt viele der angemeldeten Teilnehmer. Ich habe die Schnauze so voll von Unternehmen, die sagen, wir kriegen keine Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterfluktuation ist zu hoch. Das war mein persönliches Waterloo. Die Situation, als ich als Mastercoach-Trainer damals einen totalen Burnout hatte. Existenzangst ist Todesangst. Doch wie findest du diesen einen magischen Punkt, der zwischen Sieg und Niederlage entscheidet? Dankeschön! Super. Also ich war ja überglücklich danach, das geschafft zu haben und auch das positive Feedback zu bekommen. Und also das war ein sensationeller Tag. Das war ganz, ganz toll. Allein deine Sprüche, wie du mir so ich dir, das war intelligentes ja, Response haben. Und dann dieses Schöne, wir sitzen alle in einem, nein, eben nicht. Aber in der letzten Reihe sitzt Hermann Scherer und bewertet die Redner, schon während des Auftritts. Unmittelbar danach bekommt jeder seine persönliche Kritik gemeldet, als Sprachnachricht. Den Satz, schauen wir mal, kann ich einfach nicht mehr hören. Wir diskutieren, diskutieren und diskutieren. Was ich in dieser Gesellschaft sehr vermisse, ist Disziplin. Für manche hier ist es der erste große Auftritt auf einer Bühne. Live übertragen. Auf YouTube, ins weltweite Web und ins Programm eines Privatsenders. Jeder ist dabei mit ganz eigener Motivation nach Mastershausen gekommen. Ich war zum ersten Mal beim Speaker Slam dabei und ja, das ist einfach mein Antrieb, ist einfach die Lust auf Neues. Hinter der Angst hat der liebe Gott ja die Wunder versteckt und das habe ich heute gemerkt. Danach High-Level-Feeling, glücklich und ja, so richtig im tiefsten erfüllt, kann man sagen. Ich will einfach mein Business präsentieren und will nach vorne gehen. Ganz wichtig war mir aber auch, die PR-Sachen zu nutzen. Also die Filmaufnahmen, die Fotos, weil es einfach Professionalität ausstrahlt. Ganz anders, als wenn man jetzt mit dem Handy oder irgendwelche anderen Dinge Videomaterial herstellt. Und war das nur großartig oder war das Weltrekord? Lisa, bester Deppert. Am Ende dürfen sie tatsächlich feiern. Corona-konform. Jeder für sich und doch alle zusammen. Jawohl! Haha! Und hurra! Applaus, Applaus, Applaus! So viele Vortragsredner standen noch nie an einem Tag auf einer Bühne. Dieser Weltrekord wird wahrscheinlich leider in die Geschichte eingehen, denn zumindest in diesen Zeiten, in denen wir auch diese Gruppengrößen nicht mehr so zusammenbringen, habe ich das Gefühl, dass es der letzte Weltrekord sein wird und wir so schnell keinen mehr schaffen werden. Mag sein, dass sich die Welt ändert, aber 77 ist auch eine echte Menge. Nach 9 Stunden ist es geschafft. Jeder hier darf sich ab jetzt Weltrekordhalter nennen und werben. Mit dem Titel und einem gemeinsamen Foto mit Hermann Scherer. Ich bin nach so einem Tag sehr leer. Heute Abend werde ich in den Weinkeller gehen, eine gute Flasche Wein aufmachen und mit mir selbst oder mit meiner Frau dann anprosten auf einen Weltrekord. Wenige Tage später erscheinen die ersten Zeitungsartikel über die neuen Weltrekordler. Es scheint zu stimmen. Die Währung unserer Zeit ist die Aufmerksamkeit. Hermann Scherer lebt davon. Man wird mir vermutlich kein Denkmal bauen. Und es ist auch gut so, weil andere Menschen kommen, die das noch besser machen. Ich versuche natürlich ein bisschen was für meine Kinder aufzuheben. Ein bisschen mehr als einen Nullkontostand überlassen. Das hat mein Leben schon vollkommen geprägt. Und ich mache gerade den anderen Weg. Ob das so richtig ist, darauf zu schauen, sei mal dahingestellt.